Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar habe ich heute für euch ein Make-up-Tutorial vorbereitet. Ich werde auch noch die Haare dazu etwas machen und ja, das war's eigentlich schon. Es ist leider etwas dunkel geworden während dem Videodreh, deswegen sieht das Licht jetzt auch so komisch aus. Aber keine Angst, das Make-up-Tutorial ist noch in einem hellen Licht gedreht worden, deswegen hoffe ich, dass ihr das gut erkennt. Ich habe nämlich heute einen Look mit der Naked-Palette geschminkt, habe aber einen Ersatzlidschatten an ein, zwei Stellen verwendet, sodass ihr auch noch eine andere Auswahl habt. Ja, das war's eigentlich erstmal und viel Spaß bei dem Tutorial. So, dann fangen wir mal an. Und zwar als allererstes habe ich die Heilerde und das Waschgel benutzt. Ich mische es immer auf der Hand und damit erzeuge ich sozusagen ein kleines Peeling, was ganz gut für Haut und Reinheiten ist und was auch super ist, um einfach mal die ganzen Hautschüppchen vom Gesicht abzubekommen, damit das Make-up einfach ebenmäßiger aussieht. Meine Haut ist leider wieder ein bisschen am Abspasten, sage ich mal. Und ja, deswegen benutze ich eine Feuchtigkeitscreme, die auch antibakteriell ist. Das war, und zwar ja diese von La Roche-Posay, die ich immer noch habe. Ja, es ist ganz wichtig, dass das ganze Gesicht allgemein wirklich für einen ebenmäßigen Ton einfach gut hydratisiert ist, kann man das so sagen. Und besonders auch die Augenpartie, die bei mir persönlich sehr, sehr schnell austrocknet. Als erstes fange ich jetzt mit dem Camouflage an und dafür benutze ich diesen Pinsel. Wenn ihr den Pinsel auch für eure Pickel benutzt, solltet ihr am besten zuerst die Augenpartie überschminken und danach erst die Pickel, da Augen etwas empfindlich sind bei Bakterien und aus diesem Grund habe ich es in dieser Reihenfolge gemacht. Am besten danach einfach den Pinsel direkt mal waschen und trocknen bis zur nächsten Anwendung. Ja, hier seht ihr, dass ich die ganzen Pickel und Hautunreinheiten, die ich habe, versuche etwas abzudenken mit dem Camouflage, was ganz gut klappt. Von diesem Camouflage kriege ich auch nicht noch eine einen stärkeren Hautausschlag, sage ich mal. Ich trage hier die Foundation von Maybelline auf, und zwar die Mineral Foundation. Die HD Foundation ist mir mittlerweile zu dunkel, da ich ja auch immer blasser werde. Ich benutze hier einfach ganz, ganz diesen Pinsel und mache sehr, sehr kleine Pinselstriche und danach verteile ich es meistens nochmal mit einem Stinktierpinsel. Mit der Hand geht es natürlich genauso gut. Hier seht ihr, dass durch diesen Stinktierpinsel können nochmal die ganzen Pinselstriche einfach nochmal ein bisschen verteilt werden, damit es nicht so auffällig ist. Geht mit den Fingern auch wunderbar. Als erstes benutze ich auf dem Augen jetzt die Urban Decay Primer Potion. Mit der bin ich immer noch super zufrieden, das sage ich immer noch in jedem Video. Als nächstes kommt nun hier dieser Eye Cream Lidschatten und zwar ist der von MAC und ist die Farbe Indian Wood. Ich liebe diesen Lidschatten, der ist so geil. Also es ist wirklich richtig, richtig cool. Da könnt ihr wirklich einfach großzügig drauf los, damit ihr einfach auch eine schöne Base habt. Und das verteile ich hier auf dem Augeninnenwinkel. Oben drüber kommen dann gleich die Pigmente von Essence. Und zwar sind es diese goldenen Pigmente. Die Nummern werde ich nochmal in die Infobox tun von diesem Pigment, weil es mir eben gerade nicht einfällt. Es ist sehr, sehr glitzernd und goldig. Soweit ich weiß, sollen die jetzt eigentlich im Sortiment drin sein. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Und das tupfe ich jetzt einfach drüber, damit es ein bisschen mehr diesen Goldschimmer hat und nicht so ganz in dieses Bronzefarbene geht. Als nächstes kommt nun die Farbe Creep. Von der Naked Palette ist ein dunkles, leicht blau schimmerndes Grau. Und das verteile ich einfach im Augenaußenwinkel und so ein bisschen kleines Dreieckmäßiges. Und da müsst ihr wirklich einfach lange versuchen, das ordentlich irgendwie zu verblenden, damit es schön in die Farbe reingeht, sage ich mal. Bei dem Make-up ist es wichtig, dass einfach alles schön verblendet ist. Als nächstes werde ich die Farbe Hustle benutzen. Und zwar werde ich euch schon mal erklären, ist es eine bräunliche Farbe. Und hier seht ihr nochmal kurz das andere Auge. Und wieder zurück zu Hustle. Hustle ist eine bräunliche Farbe, die halt einfach ein bisschen diesen Rotstich in diesem Make-up noch rausbringen soll. Es ist ein kleiner Mix von Farben, kann man jetzt einfach mal sagen. Hustle ist auch von der Naked Palette, bevor ich das vergesse. Und zwar seht ihr das jetzt. Das ist genau die Farbe neben Creep. Die Kombination von den beiden Farben erscheint vielleicht etwas ungewöhnlich, aber in dem Make-up finde ich das einfach passend. Einfach in die Lidfalte reingehen, dann noch den Übergang noch ein bisschen verblenden mit der Farbe. Klappt eigentlich super. Sogar bei mir normalerweise. Und ja, dazu gibt es jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich frage mich wohl, was der nächste Schritt ist. Und zwar ist der nächste Schritt, das kann ich euch gleich sagen.
Verblenden natürlich, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Ich zehre einfach verdammt viel mein Auge auseinander, aber das geht natürlich auch besser. Und wenn das zu schwach ist, könnt ihr einfach nochmal mit Schwarz rübergehen oder einfach Cream noch ein bisschen stärker drauf tupfen. Ich finde es so aber ganz okay. Jetzt als nächstes gehe ich mit der Farbe Sin auch von der Naked Palette drüber. Es ist einfach ein leichter Perlmutt-Glanz, der euch einfach hilft, ein bisschen zu highlighten. Das heißt, dass ein bisschen die Tiefen von euren Augen einfach stärker hervorkommen. Ja, das mache ich dann auch auf der anderen Seite. Und als nächstes kommt nun die Wimpernzange, wie ich jetzt denke. Genau, die Wimpernzange. Und zwar einfach mal kurz Zangen machen und dann einfach Mascara. Ich benutze im Moment die von Essence und zwar die Spider Lash Mascara. Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie ganz zufrieden mit der. Das war mal von der LE. Und leider habe ich ja meine Max Factor Mascara irgendwie verloren, obwohl ich sie wirklich sehr, sehr gemocht habe. Und genau das gleiche auf der anderen Seite. Und jetzt könnt ihr am besten noch ein bisschen eure Augenbrauen nachziehen. Ich ziehe sie mit so einem Stift von Rival de Loop, aber ich habe, ja, der ist nicht so gut, aber naja, ist ganz okay. Und da jetzt noch ein bisschen Augenbrauengel von Alverde. Und so sind die Augenbrauen nicht so ganz umgekämmt. Als nächstes kommt ein Puder. Ich benutze den Translucent Puder von Essence. Bin ganz zufrieden damit, lässt teilweise aber jedoch ein bisschen austrocknend wirken. Das ist ein kleiner Nachteil. Und ja, als nächstes benutze ich Hoola von Benefit. Absolut geiler Bronzer, weil er einfach matt ist und hält super und lässt sich super verblenden. Und ich bin einfach verliebt an das Teil. Okay, für den Preis wäre es auch doof, wenn nicht. Ich benutze hier die ganz normalen Pinsel zum Puder auftragen und konturiere einfach mal ein bisschen meine Wangen, damit ich nicht so kleine Hamsterbäckchen habe. Hier ist das fertige Make-up. Ich hoffe, das gefällt euch einigermaßen. Es ist leicht dezent, aber jedoch auch noch ein bisschen kräftig. Jetzt wird einfach eine Runde mal geföhnt, weil meine Haare noch nass waren, da die Haare ja auch noch fertig gemacht werden. Und nochmal eine Runde Zähne putzen, weil ich finde, zu einem Make-up gehört genauso gut auch Zähne putzen. Als Lippenstift könnt ihr euch einfach irgendwas aussuchen. Ich habe es leider vergessen aufzunehmen, aber ich hatte einen etwas helleren Lippenstift, der einfach nur meine Lippen etwas betont hat. Und hier habe ich einfach meine Locken gemacht mit dem Lockenstab und zwar wird auch nochmal ein Link zu dem Tutorial auftauchen, weil ich schon mal dazu eins gemacht hatte. Einfach fertig machen und dann sollte das Ganze so am Schluss aussuchen, einfach ein bisschen auflockern und schon ist euer Look für den Abend fertig. Das war es jetzt auch schon und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vor allen Dingen das Make-up und so. Ich bin ja jetzt nicht so die Talentierteste im Make-up, aber ich mache es trotzdem teilweise ganz gerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte es euch gut rüberbringen und ich hoffe, vielleicht ist es auch einfach so. Was auch immer, egal. Bis zu meinem nächsten Video und viel Spaß die nächsten Tage und viel Spaß am Wochenende. Endlich Wochenende. Ciao.